Willkommen zurück, NASCAR The Game 2013, Folge 7. Es geht heute, glaube ich, nach Kansas. Ich kann mir unter der Strecke noch gar nichts vorstellen, ehrlich gesagt. Müssen wir gleich mal gucken hier. Haben ja zwei Practices Zeit und diesmal werde ich auch in einem der Practices auf jeden Fall die Boxen einfach üben. So, damit herzlich willkommen zurück hier. Es geht weiter mit NASCAR The Game. Ich freue mich schon richtig auf das Rennen jetzt. Also das letzte Rennen war so geil, das war nochmal wieder Herzschlagfinale. Also immer diese Zielanläufe, die sind immer sowas von mit Spannung durchtränkt, einfach nur. Das macht richtig Spaß. So, jetzt schauen wir mal. Jawohl, das lassen wir alles so, wie es schon war. Damit fahren wir ganz gut. Also ich muss mir wirklich... Ja, ich muss mir wirklich erstmal die Strecke komplett von vorne angucken. Wie gesagt, ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Wir probieren erstmal das Qualifying-Setup aus und werden dann auch gleich beim ersten Practice die Boxen einfach üben. Im zweiten schauen wir dann mal, ob unsere Motortemperatur durchhält. Ich hatte mich da auch geirrt in der letzten Folge. Ich habe ja 230 maximal Temperatur. Ich hatte in meinem Kopf noch 210, aber gut, wir fahren mal raus und schauen uns das mal hier an, wie es hier so aussieht in Kansas. Ich denke mal, es ist ein relativ traditionelles Standard-Oval. Normaler Ovalkurs. Oh ja, sieht aus, als wenn hier relativ gut Platz wäre. Diesmal werde ich auch nicht von meiner kaputten Festplatte unterbrochen. Das sollte also alles schön in einem Rutsch durchgehen, hoffe ich doch. Ja. Fahren wir mal rauf hier. Leichte Neigung hier, leichte Anwinkelung dieser Strecke. Ja, und ich habe jetzt auch wieder die statische Lenkradcam am Start, nicht mehr die Helmkamera. Das hat einigen gefallen, aber viele haben dann auch gesagt, nee, irgendwie ist das scheiße und insofern lassen wir das einfach so. Oh, da vorne kommen sie alle schon. Passt bloß auf, ihr kommt, ich komme hier. Okay, es ist scheinbar ein richtiger Vollspeed, ne, nicht ganz. Man muss hier ein bisschen vom Gas gehen, ansonsten fast wie Daytona. Wirklich eine Vollspeed-Strecke, also wir werden hier einiges an Highspeed-Action und Duellen sehen. Eieiei. Ja, auf jeden Fall müssen wir die Kurven so ein bisschen anbremsen, das heißt, das ist jetzt ein bisschen Übungssache auch. Das werde ich gleich mal mit dem Rennsetup testen, also wir haben jetzt noch 3 Minuten, ich werde nochmal 2-3 Rundchen fahren. Gucken wir mal hier ein bisschen auf die... Temperatur, die ist ja aber eigentlich egal im Quali-Setup. Ja, auf jeden Fall, letztes Mal gesagt, Platz 29 waren wir, glaube ich. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich erhoffe mir hier ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Die Strecke erscheint mir ein bisschen einfacher zu sein. Der Himmel ist blau wie das Jademeer. Nee, das war jetzt falsch. Jademeer wäre grün. Egal, es ist sehr gutes Wetter hier. Oh, nicht so weit an die Wand kommen, aber man hat hier relativ viel Spielraum. Im Moment habe ich auch die allerschnellste Runde gefahren. Das lässt doch hoffen. So, wir werden jetzt mal in der nächsten Runde in die Boxengasse fahren, dass ich das ein bisschen drauf kriege, wann ich denn bremsen muss, wie früh ich bremsen muss. Wir können ja nicht immer darauf hoffen, dass wir unsere Boxenstops nur in den Cautions absolvieren können. Also, so, also ich werde jetzt mal hier schon mal gucken, dass ich hier schon mal in die Box fahre. Schon mal runterbremsen. Das war ein bisschen zu früh, glaube ich. Ich denke mal, so hier an der Stelle sollte man anfangen. So, mal gucken. Hier müsste ich auf 70, glaube ich, sein. Oder 80, so ungefähr, so in dem Dreh. Deswegen, ich werde es nochmal ausprobieren. Nochmal neu machen. Ich denke mal, so Hälfte, Mitte der Kurve wäre eine ganz geeignete Stelle. So rein vom optischen, ja, rein vom Schätzen her. Ja, und dann wurde ich auch noch oft gefragt wegen dem NASCAR Multiplayer-Event mit den Abonnenten, auf jeden Fall. Das fassen wir für September ins Auge. Da werde ich dann nochmal was bekannt geben. Was ich schon mal jetzt sagen kann, so unter der Hand, wird aber auch nochmal angekündigt, ist, dass wir noch ein Dirt 3-Event machen am Ende September. Ich glaube, das ist der 28. oder 29. Müsste der 28. glaube ich sein, samstags. Machen wir Dirt 3, SummerSlam, ein bisschen verspätet, aber... So, ich fahre nochmal eine schnelle Runde. Ja, dann gucken wir mal, ob wir nochmal in die Box kommen. Ja, Dirt 3. Und auf jeden Fall auch im September irgendwie ein bisschen kurzfristiger machen wir auf jeden Fall auch NASCAR, dass man sich da einfach mal mit den Abonnenten und P1-Leuten, bei uns haben ja viele NASCAR The Game, dass man sich da einfach mal trifft unverbindlich und einfach mal so ein kleines schönes Multiplayer-Event macht. Und vielleicht auch mal einfach so ein bisschen mit Testcharakter einfach mal zu gucken, wie der NASCAR The Game so im Multiplayer funktioniert überhaupt. So, jetzt sind wir gleich hier, da in der Mitte von diesen Schildern. Da, glaube ich, sollte ich runterbremsen. Mal runterschalten, ein bisschen Motorbremse. Ja, ich glaube, das ist genau richtig. Also, wir haben den perfekten Bremspunkt für die Boxengasse gefunden. Das ist ja schon mal sehr gut. Dann gehe ich gleich mal in die nächste Session und probiere noch ein bisschen das Rennsetup aus und versuche noch die Kurve ein bisschen zu perfektionieren.
Ich glaube, ich habe sogar eben im Practice schon mal die schnellste Runde gefahren. Also es sieht hier alles sehr, sehr gut aus gerade. Wir sind auf alles gefasst und nehmen hier mal das Kansas Race Preset und fahren hier nochmal ein bisschen. Bevor es dann gleich ins Qualifying geht, wo wir dann eine schnelle Runde hier in den Asphalt von Kansas brennen. Ich muss sagen, das Auto fährt sich hier sehr gut. Also ich habe jetzt noch nicht einmal wirklich gehabt, dass das Auto ins Schlingern oder Rutschen gekommen ist in den Kurven. Natürlich auch noch keine gebrauchten Reifen gehabt. So, wir gucken mal hier, wie unser Grilltape denn so mit den Motortemperaturen klarkommt. Ich denke, wir müssen hier mal 3-4 Runden noch fahren, um da so ein bisschen das Gefühl zu kriegen. Ja, also genau da bei den Schildern in der Mitte, da ist, glaube ich, der gute Bremspunkt. Ja, es ist genauso ein Oval, ähnlich wie Daytona hier mit so einer... Da kann man wahrscheinlich auch richtig schön rüber abkürzen hier in der Mitte. Sollte kein Problem werden. In der NASCAR ist es ja sowieso mehr so, dass das, was nicht bestraft wird, das ist auch kein Regelbruch und es wird sehr wenig bestraft bei NASCAR. Also insofern müssen wir mal gucken, ob wir unser Mobil 1 Auto mit der 69 hier heute weit nach vorne bringen können. Ich würde mich freuen, oder? Ja, und da ich jetzt eine neue Festplatte habe, es wurde sich ja mal wirklich gewünscht, hier, Michel, fahr doch mal ein 100% Rennen. Also nach dem Motto, fahr mal 5 Stunden am Stück NASCAR durch. Ich sag mal, wäre vielleicht sogar mal eine Überlegung wert, so als 3000 Abonnenten-Special oder so. Oh, hallo. Aber gut, da müssen wir mal gucken. Ja, es wurde sich übrigens keine andere Perspektive gewünscht, also fahren wir munter mit dem Dach weiter. Habe ich ja gar keinen Schmerz mit. Ich finde, die Dachperspektive hat am meisten Geschwindigkeitsgefühl. Ja, hier war die Taste nochmal für Namen einblenden. Ja, also ich habe jetzt 2 Terabyte zur Verfügung. Das wären so ungefähr das Vierfache von dem, was ich... Also ich kann ungefähr 4 Stunden aufnehmen bzw. vorproduzieren. 4 Stunden Videomaterial, das würde nicht ganz reichen für ein 100% Rennen, aber... man kann ja noch eine externe Festplatte nehmen, zwischendurch Pause machen, Aufnahmedateien sichern oder sowas. Also das würde ich mich vielleicht erreichen lassen. Was heißt erreichen lassen? Ich würde es vielleicht machen, so 3000 Abonnenten-Special. 5 Stunden am Stück. Vielleicht nicht nur NASCAR, vielleicht auch einfach so ein 5 Stunden... Ich fahre alle möglichen Rennspiele, 2-3 Rennen oder sowas. Wäre ja auch vielleicht mal eine Idee. Ein großer Rennspiele-Marathon in einem Video. Vielleicht auch Multiplayer-Zeug und so. Also das können wir uns ja mal überlegen nochmal. Bis 3000 dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Dann könnte man ja mit den Abonnenten mal eine große 3000 Abonnenten-Party machen. In allen möglichen Spielen, so kleine Multiplayer-Battles, Dirt 3, NASCAR, R-Factor, wo auch immer. Project Cars haben sicherlich auch einige von euch. So. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Setup. Wir sind auch schnell unterwegs und ich würde sagen... Temperatur ist soweit auch okay. Ich meine, das voreingestellte Setup macht ja eben alles richtig. Insofern können wir, glaube ich, zurück in die Garage gehen und schon mal ins Quali Endsession. Jo. So. Was machen wir denn jetzt? Erstmal wieder das richtige Setup einstellen. Erstmal wieder auf Qualifying zurück. Jawohl. Und dann brettern wir mal hier um den Kurs und schauen, wo wir landen. So, boogity boogity boogity, let's go racing, girls and boys. Ja, ich habe immer noch diese Anzeigen hier für Slow und Fast habe ich immer noch ausgeschaltet. Ich komme jetzt ohne auch ein bisschen besser klar, muss ich sagen. Also, ich habe mich so nach und nach auch der ganzen kleinen Hilfen und so weiter, werde ich mich dann auch langsam so von trennen, dass das Erlebnis immer ein bisschen realistischer wird. So, jetzt gilt's gleich. Jetzt heißt es schön viel Schwung mitnehmen. Auf die Quali-Runde, los. Tony Stewart war hier der Schnellste. So, schön den Winkel treffen. Vollgas raus wieder. Ja, sollte reichen. Da wäre fast noch mehr möglich gewesen, dass man noch mehr pusht, aber... Mal gucken. Beim letzten Mal hatten wir ja die Pole Position in Texas.
Was das betrifft, sind wir eigentlich von der Speed des Autos ganz gut, aber es ist nicht so gut haltbar wie die anderen Autos, habe ich immer das Gefühl manchmal. Und es ist die Pole Position schon wieder. Also auf eine Runde ist unser Auto sehr, sehr schnell. Aber wie gesagt, nach 5-6 Runden bauen dann bei uns einfach zu schnell die Reifen ab. Wir haben nicht so viel Beschleunigung vor allem, habe ich das Gefühl manchmal. Also gerade bei den Restarts ist unser Stockcar dann ein bisschen zu langsam, aber wenn wir sauber durchkommen, haben wir eigentlich gute Chancen, auch mal vorne mitzufahren. Also mal schauen jetzt. Schon mal eine gute Ausgangsposition, auch wenn das wahrscheinlich nach 3-4 Runden wieder vorbei ist. Ja, sehr gut. Ja, also Qualifying ist auf jeden Fall der King, muss man schon mal sagen. Ja, jetzt kommt die Show, jetzt geht's los hier. Kansas, das Rennen. Ich stelle nochmal schnell das Rennsetup ein und dann kriegen wir gleich wieder unseren schicken Intro hier. Mal los. Los geht's. Welcome to America's Heartland for Fox Sports coverage of the STP 400 at Kansas Speedway. I'm Mike Joy with Darrell Waltrip. Mike, a very entertaining racetrack to come to. A lot of things in the area right here around the racetrack to go and do. And I tell you the thing that the drivers have got to pay attention to, those big cracks in the racetrack with the dark sealer. You'll see them. They really upset your race car. You got to be aware of those. Kansas is a mile and a half track, but it's no cookie cutter. It has its own unique challenges. Out here in the Great Plains, they love their stock car racing. Big crowd on hand for today's running. Let's find out who's best in the Midwest. In the Midwest, so sieht's aus. Oh, die Amis machen mal so eine riesen Show vor den Rennen. Das ist Wahnsinn. Die das zelebrieren einfach so. Alles klar. Wir können ja mal eine kleine Wette abschließen, wie viele Cautions es heute gibt. Ich möchte eigentlich ganz gerne mal unter 15 bleiben. Und ihr könnt ja mal fürs nächste Rennen schon mal so eine kleine Wette abgeben. Wie viele Cautions werden es im nächsten Rennen nach Kansas? So, ab geht's. Ja, ihr seht schon, bei der Beschleunigung ist unser Fahrzeug nicht das allerbeste. So, links kommt schon einer rein. Rechts auch. Links ziehen einige vorbei, also da fehlt uns deutlich noch die Beschleunigung. Wir versuchen einfach hier nochmal ohne Unfall die ersten Runden zu überstehen. Rechts drängelt sich schon einer ran hier. Innen ist im Moment alles frei. Wir können hier gut weiter pushen. Holen hier schon wieder auf. Ja, Achtung, links ist jetzt einer. Den können wir aber passieren. So. Biffel. Eieieiei, komm schon. Busch. Sehr schön. Wir haben uns hier vorne auf jeden Fall so ein bisschen etabliert. Müssen wir bloß gucken, dass wir vom Biffel uns vielleicht den Windschatten mitnehmen, ja. Nicht die Reifen zu hart rannehmen hier. Außen rechts, ja, sprühen wahrscheinlich schon ein paar Funken. Wir versuchen uns hier in den Windschatten von Biffel zu setzen. Uns hier vorbeizuziehen am Busch, ja, das hat geklappt. Oh, 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 oh. Keselowski gerade auf Platz 1. Wir haben hier ordentlich Schwung gerade. Hinten kommen jetzt einige, die sind schneller als der Rest. Oh, 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 oh. Das Auto schaukelt sich ein bisschen auf, wir können es gerade so fangen, sehr gut. Hey, Dale Earnhardt Jr. ist auch hier mit dabei. Oh, da knallt's. Das dürfte vielleicht eine Caution geben. Nein, er hat sich noch gefangen. Er ist geradeaus weitergefahren. Oh Mann. 53 Runden müssen wir hier überstehen. Im Moment hat Trucks Jr. die allerschnellste Zeit gefahren. Ich nur 2 Zehntel langsamer gewesen. So, ich lasse den hier nicht vorbei. Bin ein bisschen sehr spät auf der Bremse hier gewesen. Sind wir so mit wenig Gefühl hier reingefahren. Ja, man sieht es dann. Von der Beschleunigung her sind die anderen doch schon schneller. Ich muss versuchen, wieder Windschatten zu bekommen. Bisher geht das Ganze hier ganz gut. Ist auch viel Platz hier, muss man sagen. Oh. So, wieder ein bisschen Windschatten. Ja, hier ist schön viel Platz. So macht das richtig Spaß. Also wir haben hier nicht ständig diese Blechlawine, wo man eingeklemmt wird. Ah, jetzt kommt einer von hinten. Es sah fast schon ein bisschen nach Bumpdrafting aus. Er hat dann aber doch nicht... Ja, wieder ein bisschen spät gewesen. Jetzt lassen auch schon so ein bisschen rechts die Reifen nach, habe ich das Gefühl. So, innen ist einer. Ich habe da ein bisschen gedrängelt. Hat auch geklappt, also nicht zu viel Risiko hier. Auf jeden Fall haben wir gerade sehr schöne Duelle hier. Müssen uns aber wieder ein bisschen ran... Ah! Ich wollte gerade sagen,
müssen uns ein bisschen ranhängen an das Grüppchen vorne, aber dann habe ich jetzt kurz nicht aufgepasst. Ein Moment der Unachtsamkeit. Ich ziehe hier rein und dann war das M&M-Auto leider. Und dann knallt es da hinten. Aber es war nicht allzu schwer, der Unfall. Auto klingt trotzdem ein bisschen schlecht. Die Reifen sind auch schon ganz schön mitgenommen vorne rechts. Es war noch nicht so schlimm, aber ja, ich gehe mal rein. Ich bin jetzt sowieso hinten, also können wir auch gleich wieder frische Ersatzteile einbauen. Ja, ich wollte gerade sagen, es lief am Anfang jetzt ganz gut. Es gehen nur fast alle rein jetzt. Also auch hier vorne wieder unsere Danica Patrick für die weiblichen NASCAR-Fans oder Motorsport-Fans allgemein. Ja, doch, mach mal alle Reifen. Mach mal alle Reifen. Nicht nur die rechten, auch alle. Grilltape können wir auch mal ein bisschen hoch machen von mir aus. Können wir mal gucken, wie sich das so macht. Ja doch, mach mal voll. Mach mal voll. Wir fahren jetzt einfach. Es sind ja insgesamt 53 Runden. Wir sind noch ganz am Anfang des Rennens und können auf jeden Fall gut mithalten. Also wie gesagt, Ziel ist so ein bisschen unter 15 Cautions zu bleiben und ihr könnt, wie gesagt, in die Kommentare mal schreiben, was euer Tipp ist fürs nächste Rennen. Wie viele Cautions werden es sein? 16, 17, 18? Ja, für die Gewinner denke ich mir noch irgendwas aus. Nicht, dass ich jetzt wieder zu viel verspreche. So, es geht wieder weiter. Oh, da vorne, was war da denn los? So, ja, viele waren draußen. Wir sind jetzt ganz hinten, aber wir sind noch mit dem Führenden innerhalb von einer Runde. Und vor uns ist Danica Patrick. Na dann. Zuschauer grüllen auch schon wieder. So, kommen wir hier mit? Ja, nicht ganz. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Der Motor klingt auch schon wieder so ein bisschen kaputt, habe ich das Gefühl. Also, immer dieses Rattern, das macht mir so ein bisschen Sorge. Aber jetzt sind wir ganz gut rausgekommen und können hier aufschließen. Ab in den Windschatten. Da hinten ist jetzt relativ gut Platz. Oh, jetzt geht's aber ordentlich gebremst hier. Ja, ein bisschen angeschubst, den Smith. Innen ist jetzt wieder Danica. Ja, jetzt kommen wir gut raus. Also wir sind auf jeden Fall wieder so Tempo vorderes Mittelfeld, glaube ich. Rein vom Potenzial her. Jetzt ist der Ruby Man vor uns hier. Smith, Edwards. Machen hier keinen Platz. Hier ist alles dicht. Aber ich beschleunige hier ein bisschen raus. Und ja, schon geht es wieder ein Stückchen nach vorne. Zwei, drei Plätzchen gut gemacht. Da hinten knallt es jetzt ein bisschen. Na, aufpassen. Schön von außen anfahren. Das ist das Allerwichtigste, dass man hier richtig schön Speed mitnehmen kann. Nemechek, unser alter Bekannter. Versuchen mal hier innen reinzufahren. Das hat geklappt, auch wenn es sehr riskant war. Vielleicht zu riskant, aber naja, gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, diesmal brauchte ich gar nicht groß auf die Bremse gehen. Konnte hier direkt die ganze Speed mitnehmen. Das werde ich hier auch nicht direkt vorbeimogeln am Feld. Ich fahre hier einfach mal innen jetzt, da kürzt sich richtig schön ab. Kenne ich ja nichts, ne? So, oh. Ah, das war knapp. Achtung rechts, Achtung. Oh, McDowell, mach bloß keinen Ärger. Gut, wir sind da heile rausgekommen aus der ganzen Nummer. Aber hinten drängeln sie schon wieder. Sie kommen wieder mit. So, hier kommen wir mal sehr gut raus. Jillian. Okay, sind wir wieder in den Top 30. Genau da wollen wir hin. Wir brauchen ja auch ein bisschen Kohle, um unsere Upgrades aufzustocken. So, aus dem Windschatten heraus so ein bisschen mitgenommen, gerade in die Kurve rein. Boah, fast drückt er uns hier in die Außenbande, aber Platz 29. Im Moment ganz gut dabei. Sind jetzt hier so ein bisschen allein unterwegs gerade. Müssen ja erst wieder aufs nächste Grüppchen aufschließen. Dann geben die nächsten Duelle. Okay, wer ist da vorne? Hamlin mit der 11. Den kassieren wir hier als nächstes. 6 Sekunden nur auf den Führenden. Also man sieht es auf der Minimap, wir sind noch ganz gut im Rennen hier. Ein bisschen Windschatten.
ein bisschen Schwung aufnehmen. Hier, ich versuch's nur. Er fährt sehr weit rechts. Ich traue mich da gar nicht an die Seite zu fahren. Hier kommen wir erfahrungsgemäß ganz gut raus aus der Kurve. Aber jetzt die Reifen, der Motor, ich muss ein bisschen mit dem Panzertape, Panzertape sage ich schon wieder, mit dem Grilltape beim nächsten Mal ein bisschen runtergehen, denn wir sind so bei 232 Grad, das ist ganz schön heiß. 233, also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir haben noch 10 Runden Sprit, das heißt beim nächsten Boxenstopp auf jeden Fall runter mit dem Grilltape. Und wir dürfen auch nicht so viel Windschatten fahren im Moment, weil das dem Motor nur noch mehr zusetzt. Das heißt, wir müssen versuchen jetzt hier auf Ideallinie auf Topspeed zu fahren. Ja, wir sind ungefähr in dem Geschwindigkeitsbereich. Man sieht es jetzt, nach hinten ist eine ganz schön große Lücke entstanden. Der Motor ist zu heiß. Ich muss da ein bisschen jetzt vom Gas gehen, leider. Das, sonst raucht uns hier die Kiste ab. Ja, es war ein Fehler, da auf 65 zu gehen. Das war nicht so schlau. Das ist gar nicht gut. Ja, ich will es nicht ausreizen, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen vom Gas gehen. Und vor allem nicht in den Windschatten fahren. Was sagen denn die Reifen? Auch schon ziemlich rot. Wir müssen den Motor wieder auf die 230 runterkriegen. Ja, das macht auch ein komisches Geräusch, wenn ich auf die Bremse gehe, muss ich sagen. So, jetzt zumindest Clint Boyer, den müssen wir uns mal jetzt schnappen. Und dabei nicht so sehr auf den... In den Kurven fallen, lasse ich jetzt richtig schön immer schleifen. Ich gebe da jetzt keinen Vollgas mehr. Ich lasse es hier einfach schön durchrollen. So, jetzt gucken wir mal. Nicht in den Windschatten, das macht den Motor heiß. Das sieht man sofort, einen Grad gestiegen, wenn ich da einmal schon durchfahre. Ja, wir sind auf müssen auf jeden Fall in diesem Hauptfeld dranbleiben, das ist das Allerwichtigste. Aber im Moment, der Motor macht mir Sorgen. In den 6 Runden müssen wir in die Box. 236 Grad ist überhaupt nicht gut. So, wir gehen auf jeden Fall mal aus diesem Windschattendunst hier raus. Ich werde jetzt nicht ganz Vollgas geben, auch wenn jetzt der Clint hier sicherlich gleich in die Tonne kotzt. 235 Grad. Ja, wir müssen... Oh, ey! Ja, das musste doch passieren. Ah, haben wir so schon durchgearbeitet und dann passiert's. Ja, ärgerlich, aber so können wir gleich zumindest reagieren und unseren Motor wieder auf Vordermann bringen. Ja, was war da passiert? Ich bin eigentlich relativ gut auf meiner Linie geblieben, aber da muss man einfach auch die KI und deren Verhalten ein bisschen einschätzen. Und ein bisschen mehr Platz lassen. Naja, schade. Und da sind wir wieder ganz hinten. Ja, ich gehe auf jeden Fall in die Box. Werde auch sicherlich einiges wechseln müssen, also... Ja, ich glaube nur die rechten. Die rechten Reifen wechseln wir und auf jeden Fall machen wir das Grilltape wieder ein bisschen runter. Na, ja, der Motor klackert ordentlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Boah, es gehen ja alle in die Box, das war klar. Jetzt ist ja auch die Hochzeit der Boxenstopps. Ja, okay, dann mach auch alle Reifen. Machen wir auch vollen Tank. Und ganz wichtig, Grilltape wieder auf 60. Das war dann doch ein bisschen zu viel gewollt. So, Jungs in Blau und Gelb, legt euch ins Zeug. Auf jeden Fall eine sehr geile Kulisse hier. Ja, ich muss auch sagen, optisch ist NASCAR The Game 2013 wirklich in Ordnung, richtig top, muss ich sagen. Also es hat auf jeden Fall nicht ganz Code Masters Niveau, muss man sagen, aber... auf jeden Fall eins der hübschesten Rennspiele oder der hübschesten Rennsimulationen im Moment, muss man ja sagen. Ich habe gesehen, bei Project Cars kann man ja auch jetzt Daytona fahren. Muss vielleicht mal im nächsten Update-Check machen. Vielleicht fahren wir doch mal NASCAR. Bei Project Cars. So, jetzt mal sehen. Wir müssten auf Platz 43 sein. Jawohl. Vor uns zwei Toyota-Kollegen. Und es geht wieder von vorne los. Gucken wir mal. Gleich mal dranbleiben hier. Ja.
schlägt es ordentlich Funken. Ich habe versucht, hier ein bisschen links zu bleiben. Hat auch soweit nicht so gut geklappt. Ich hätte mal lieber Vollspeed fahren sollen. Namecheck haben wir auf jeden Fall. Runde 20 von 53, also noch nicht ganz die Hälfte. Wir haben noch viel Zeit, nach vorne zu fahren. Und hier kommen wir wirklich wieder super raus. Ich versuche hier links vorbeizuziehen. Oh, das war eng, aber hat geklappt. Ich konnte voll auf dem Gas bleiben. Blaney, Achtung. 211 Grad. Ja, er ist links in. Da vorne ist Jillian. Das wird knapp. Ich kann nicht durchmogeln. Sehr schön. So, das Auto geht ganz gut gerade. Mears ist hier auch ein bisschen weit raus. Sehr langsam unterwegs, der Kollege. Okay, es gibt keine Caution. Ich hoffe nur, dass das Auto nicht so doll mitgenommen wurde. Unser Motor ist auf jeden Fall nicht mehr ganz weiß. Das ist schon mal Fakt. Ah, das war eben ärgerlich. Ah, wieder so ein Fehler von mir gewesen. Jetzt haben wir ganz schön verloren auf die Spitze. Also zumindest die hinteren Jungs hier, die kriegen wir schon wieder relativ schnell eingeholt. Hier ist ein Vierer-Package. Ja, es ist sogar ein Fünfer. Jetzt ist der Orange hier ein bisschen zu langsam gewesen. Jetzt haben wir hier vier Autos vor uns, das heißt, wir könnten hier theoretisch durchkommen bis auf Platz 34 wieder zumindest mal. Wenn wir denn sauber vorbeikommen. Burger King Auto. Das war aber auch wieder sehr gewagt. Da vorne ist der McDowell, den wollen wir nochmal, den wollen wir seinen Platz 34 streitig machen. Außen ist immer schwierig. Geht auch extrem durch die Reifen, aber wir kommen vorbei. So, und jetzt gibt es eine ganz schöne Durststrecke da vorne. Einer ist in der Boxengasse scheinbar gewesen. Ja, da musste, glaube ich, der Kollege, der mir da voll reingefahren ist, musste, glaube ich, zum Reparieren reinfahren. Würde ich mir jetzt mal so vorstellen, dass es das ist. Oh. Ja, vor uns ist jetzt Danica Patrick. Hinter uns immer noch McDowell. Und wir haben noch jetzt für 10 Runden Sprit, also sieht fast so aus. Was sagt der Motor? 224, also ist immer noch ganz schön warm. Aber im Bereich des Normalen. Während wir hier schön die Danica Patrick wieder eingeholt haben, also es geht stetig aufwärts. Ich frage mich, ob hier links und rechts sonst beim echten NASCAR in Kansas auch Fans sitzen. Oder ob die nur auf der Tribüne sind. So, Mears haben wir auch gleich noch. Es geht zurück in die Top 30. Scott Speed, ein alter Formel 1 Bekannter. Platz 32. Wo bewegen wir uns bei den Rundenzeiten so ungefähr? Ja, ziemlich langsam, muss man sagen. Also die besten Zeiten wurden natürlich am Anfang gefahren. Wahrscheinlich auch durch den Windschatten bedingt, dass ich da ein bisschen öfter auch gezogen wurde. So, vor uns ist jetzt Smith. Wir sehen schon oben unter dem Rückspiegel, dass wir da ein bisschen aufholen können. Also kontinuierlich geht die Zeit dort ein bisschen runter. Ja. 3 Sekunden 16, 3,5, 3,4, also wir holen kontinuierlich auf, das ist schon mal gut. Und wir erhöhen auch den Abstand auf den Scott Speed nach hinten. Ja, und ich würde sagen, in 8 Runden, da öffnet sich schon wieder das nächste Boxenfenster. So, jetzt sind wir unter 3 Sekunden gleich dran. Ne, jetzt geht es wieder ein bisschen hoch, aber jetzt auf der langen Geraden holen wir es wieder raus. Jetzt sind wir schon unter 3 Sekunden und da vorne kommt eine Gruppe auf uns zu. Ist da noch jemand direkt hinter uns? Nee. Da ist ein Danica Patrick. Oh, unser Fahrzeug ist ganz schön zerbeult da vorne. Ja, ungefähr Halbzeit jetzt. Runde 28 von 53.
Das Material hält im Moment ganz gut, obwohl wir unseren Motor schon mal zwischenzeitlich ein bisschen malträtiert haben. Die rechten Reifen sind schon wieder sehr, sehr rot. Aber die 7 Runden geht das jetzt auch noch, würde ich mal sagen. Es fährt sich im Moment auch noch sehr gut. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass das Auto mir wegrutscht in den Kurven, also von daher geht das alles. So, da vorne kommt jetzt ein ganz schön großes Grüppchen. Einmal 4 Autos, einmal 2 Autos, auf die wir gleich in der nächsten Runde oder jetzt gleich sogar aufschließen. Ja, in der Kurve hier, da sind sie relativ langsam, die Jungs. So. Labonte. Ich will auf jeden Fall jetzt sehr vorsichtig vorgehen, dass ich hier nicht wieder in eine Caution reinkomme und wieder alles von vorne machen muss, wieder von vorne das Feld aufrollen. Ah, jetzt lässt der Reifen doch schon ein bisschen nach. So, lass mir Platz rechts, ich komme. Sehr schön. Smith nimmt uns auch noch ein bisschen Windschatten. So eine 30 Grad, das ist alles genau im richtigen Bereich, jetzt quietschen die Reifen ordentlich. So. Almirola. In die Top 30 geht's jetzt. Platz 29 passieren wir jetzt in diesem Moment. Liebe Damen und Herren, zu Ihrer rechten Seite sehen Sie Almirola, der hier eine kleine Schrecksekunde bereitet. Damit sind wir jetzt zurück in der Top 30. Und auch der Burton ist hier direkt vor uns. Wenn Sie jetzt nach vorne schauen, gleich wird er auf Ihrer linken oder rechten Seite auftauchen. Es könnte ein bisschen turbulent werden hier. Ja, im Caterpillar. Chevy. Ah, der lässt sich hier aber nicht so leicht lumpen, der Kollege. Jetzt merke ich, dass die Reifen ganz schön nachlassen. Wir haben nur noch 4 Runden Sprit. Also, in 4 Runden müssen wir... Zum Zeit kommt er innen, Achtung. Jetzt lässt er nach, jetzt lässt er nach. Okay, in 3 Runden müssen wir spätestens rein. Die Reifen sind auch so rot. Aber der Rest des Feldes müsste hier auch in die Box kommen, also wir sind nicht die Einzigen, die gleich zum Tanken kommen. Sehr schön, Platz 27. Mal sehen, ob wir vielleicht gleich in dem Boxenfenster da ein bisschen... ein paar Plätze gut machen können, wer weiß. Hier auf jeden Fall der Bremspunkt, da müssen wir nur in 2 Runden abbiegen. Ich werde vorsichtshalber schon ein bisschen früher bremsen, als das, was ich im Training rausgefunden habe. Ja, also eine fahre ich dann noch. Danach geht's dann rein. Es sei denn, das machen jetzt alle. Okay, jetzt gehen schon einige rein. Ich werde noch eine Runde draußen bleiben. Oder nee, ich gehe jetzt auch rein. Easy. Perfekt. Sehr schön. Hat sehr gut geklappt. Ja, auf jeden Fall 4 Reifen. Wir machen auf jeden Fall... Wir reparieren das Auto auch mal. Guck mal hier, wir haben 88% Performance. Da habe ich vorhin gar nicht dran gedacht. Und das sieht alles gut aus. So. Die Boxeneinfahrt lief wirklich maßgeschneidert. Da kann man sie jetzt gar nicht beklagen. Im richtigen Moment auf der Bremse gewesen. So. Durch das Reparieren. Vielleicht verlieren wir jetzt noch mal ein paar Plätzchen. Da müssen wir mal schauen. Das wäre auf jeden Fall mal eine gute Idee, weil ich glaube, wenn Car Performance nur 90% ist, fährt das Auto auch nur 90%. Boah, da vorne ist einiges abgerissen, so. Jetzt wird es mal sehr gespannt sein, wie diese Boxenphase hier abläuft. Na mal los, Jungs, macht schneller. Beeilung. Ja. Fest die Bolzen und dann ab die Post. Mal sehen, wo wir rauskommen gleich, wenn sich das alles wieder eingefädelt hat. Sehr gut. Das war der schnellste Stopp. Also im Moment sind wir auf Platz 40, aber ich sehe dort einige in der Box. Also wenn wir jetzt hier schnell das Oval rumkommen, sollten wir da vielleicht ein paar überholen. Das ist jetzt das Hauptfeld, ist auf jeden Fall jetzt in der Box. Wir beschleunigen das Auto schön aus, 9000 Umdrehungen und dann hoffen wir mal, dass wir da ein bisschen was einholen. Platz 40 im Moment. Minus eine Runde, aber... Da geht auch Danica Patrick in die Box. Auf die haben wir auf jeden Fall sehr... Oh, jetzt gehen wir aber an vielen vorbei scheinbar. Da stehen einige. Einige waren mit uns auch in einer Runde. 35.
Okay, das scheint es jetzt immer gewesen. Das war das Hauptfeld, das vorne war. Das scheint soweit erstmal gewesen zu sein. Zwei, drei Leute werden sich hier noch reinkommen. Müssen wir mal gleich gucken. Hier sind jetzt einige sehr, sehr langsam unterwegs. Da muss ich bremsen, stark bremsen, um hier nicht raufzulaufen. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder so in unserem Bereich zurück, wo wir auch rausgekommen sind. Einige stehen jetzt noch. Low sides clear. Links kommt einer ein bisschen mit Geschwindigkeitsüberschuss. Jetzt überholen wir noch welche. Und ich bin mit dem Führenden auch wieder in einer Runde. Und ich bin auf 25 vom Durchgang. Nicht, dass der mich jetzt hier wegdrängt, hier hinten. Oh, das geht leicht in die Wand. Aber alles im grünen Bereich. Wir haben gut aufgeholt. 24. Oh, die machen aber auch... Oh, die sind aber auch langsam, wenn die rauskommen. Auf jeden Fall können wir nicht zu Ende fahren mit dem Sprit. Das steht schon mal fest. Ich weiß noch, in Martinsville, da gab es ja auch so ein Spritchaos. Da dachte ich auch, oh, der Sprit reicht nicht mehr. Und dann hätte er fast noch gereicht, aber irgendwie auch doch nicht. Oh, jetzt gibt es hier aber ganz schönes Chaos am Boxenausgang. Oh, warum bin ich jetzt hier immer so schlecht? Top 20. Ja, geiler geht's ja wohl gar nicht. Wir sind richtig gut unterwegs. Aber einmal müssen wir noch an die Box. Aber dieses Mal haben wir ja den Bremspunkt drauf. Insofern, auch das ist eigentlich kein Problem. Ja, hier ist jetzt ganz schön Kaffeefahrt angesagt. Achtung, ich komme rechts. Bitte nicht in die Wand drängen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir drängeln uns hier schön vorbei. Links ist jetzt einer. Da müssen wir auf jeden Fall stark aufpassen. Ein bisschen auf die Bremse. Lugano und Blaney. Wir sind Platz 18. Ist das nicht traumhaft? Und da sind wir schon Platz 7. Ne, noch nicht. Der war eine Runde zurück scheinbar. Aber Lugano, der ist, denke ich mal, mit uns innerhalb einer Runde. Ein bisschen Windschatten trägt uns hier ein bisschen weit raus. Aber wir nehmen den Schwung mit und gehen hier auch links jetzt innen vorbei. Und damit sind wir schon Platz 17. Vor uns jetzt Kevin Harvick. Der Führende ist nur eine halbe Runde entfernt, also auch das ist noch halbwegs in Reichweite. Ich weiß noch nicht, ob der Sprit wirklich bis zum Ende reicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich muss es mal im Auge behalten. Jetzt 10,9, 10,8 Runden. Aber es sind noch 14 Runden zu fahren. Also vielleicht rechnet sich das nachher ein bisschen hoch noch. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es reichen wird. Holen wir denn auf den vor uns liegenden auf? Ja, ich glaube ein bisschen. Wir nehmen jetzt auch die Reifen richtig ran, also ich war hier voll am Limit. Ja, sehr schön, in der letzten Runde 18. aufgeholt und es geht auch weiter vorwärts hier. Okay, der hier ist ein zu überrunden auf jeden Fall. Ja, durch das leichte Abbremsen jetzt, um dem Reutemann da auszuweichen, also wieder ein bisschen Zeit auf den Harvick verloren. Und auf der Geraden holen wir mal ganz gut auf. ...9,1 Runden. Das ist wieder so eine knappe Kiste, glaube ich. Da wünscht man sich ja fast schon eine Caution herbei, die ein anderer fabriziert sozusagen. Am besten irgendwo vorne. Leute, macht mal schöne Caution, damit ich nochmal auftanken kann. Ja, es geht weiter. Wir holen auf jeden Fall, auf den Kevin Harvick, der jetzt auch gerade sein Grüppchen da verloren hat. Profitiert also nicht mehr vom Windschatten der vor ihm Fahrenden. Wir holen hier ganz schön auf. So, 7,8, nee. Also diesmal könnt ihr sagen, was ihr wollt. Diesmal reicht es mit dem Sprit auf keinen Fall. Aber es reicht auf jeden Fall, um den Chevy von Kevin Harvick hier anzugreifen. Oh. Oh oh, und da kommt sie. Die dritte Caution erst. Ach Gottchen, ja, und ich knall auch noch voll rein, aber ich glaube, das zählt nicht für die Schadensanzeige. Das ist ja ärgerlich. Ah ja, da kommt man so in diese Routine rein. Aber guck mal, das war jetzt wirklich mal seine Schuld. Ich war schon ganz weit rechts und dann knallt er mir da ins Auto. Und da macht's bumm. Shit, ey. Shit. Und ich bin jetzt... Ah, guck mal. Ich bin aber nicht ganz hinten. Ich muss auf jeden Fall... Ich muss reparieren und ich muss auftanken. So, jetzt gilt es. Auto nochmal frisch machen für die letzten 10 Runden. Und dann greifen wir nochmal richtig an jetzt. Ich glaube, das wird ganz gut, das Ergebnis heute. Guck mal, es gehen viele noch rein. Ich werde meinen Platz größtenteils behalten. Also,
Das dürfte heute ganz gut werden. So, reparieren wirklich. Ja, alle Reifen. Alles reparieren. Und wir machen den Tank auf jeden Fall voll. Das ist nun mal sicher. Obwohl Splash wird, glaube ich, reichen. Ne, ich mache jetzt einfach nur mal sicher. Mach den Tank voll. Mein Gott, was soll's. Was soll der Geiz? Und dann... Er wird nochmal angegriffen. Also Grill Tape würde ich jetzt nicht nochmal hochmachen. Weil 10 Runden sind eben doch 10 Runden und da kann es so passieren, dass wir da in kritischen Bereiche kommen. Wenn es jetzt noch 3-4 Runden gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall das Grill Tape hochgehauen, aber so bleiben wir erstmal in dem Standardbereich und hoffen aufs Beste jetzt. Jetzt will ich mich auch richtig schön konzentrieren. Also unser Auto sieht aber auch in jedem Rennen aus wie von der Schrottpresse, ey. So, komm schon. Mach auf die Goodyears und dann ab mit neuen Pushen geht's nochmal ins Finale jetzt. So, wo sind wir sie denn? Platz 19. Und wieder direkt mit Harvick hier. Komisch, dass von uns keiner nach ganz hinten gestellt wurde jetzt. Naja. Restart. Oh oh. Ja. Ich drifte hier genau auf der Scheiß. Da kommt das Auto. Nee, das gibt eine Caution. Oh Mann. Ah, diese Restarts. Ich hasse sie. Vor allem in diesen engen Bereichen hier. Ja, was ist da passiert? Wo bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht gerade. Ach, da knallt's. Ach, das waren wir gar nicht. Doch, so halbwegs zumindest. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ich der Verursacher war. Ah, zum Ende hin. Wir haben nur 4 Cautions. Das ist auf jeden Fall... Ach Gott, ist das ärgerlich, ey. Jetzt haben wir vorne rechts einen Schaden. Bremsschaden. Ach, meine Fresse. Ja, was soll's. Fein nochmal rein. Ich kann ja nicht jetzt die letzten 5-6 Runden hier mit so einem blöden Schaden rumfahren. Dann kann ich das Grilltip zumindest nochmal ein bisschen hochhauen. Das mal jetzt. Ach, komm her. Das ist jetzt echt sehr ärgerlich. Naja. Naja, die beiden rechts mache ich auch nochmal. Kein Pool und dann hier nochmal auf 65 und dann können wir nochmal schauen, wie das hier losgeht gleich. So, ach Mensch. Auf jeden Fall eine schöne Soundkulisse hier. Wenn man jetzt mal ein bisschen so hört, dann hört man auch rechts das Publikum sehr, sehr laut. Ja, jetzt macht mal richtig Dampf, Jungs. Letzter Boxenstopp, hoffe ich doch. Nur rechts haben wir gewechselt und jetzt geht's raus und na gucken. Ich denke mal so in den 40ern, 30ern sollten wir auf jeden Fall sein. Oh, 28. Das ist ja super. Aber auf der rechten Seite. Ja, muss mal gucken, ob wir da, dass wir uns schön raushalten jetzt aus der ganzen Action. So, 5 Runden haben wir noch zu fahren. Oh, jetzt wirklich echt mal richtig stark konzentrieren. Jungs, fahrt doch verdammt. Ja. Der Restart lief ganz okay. Achtung. Ja, welche gehen in die Box? Ja. Warum gehen die in die Box, verdammte Scheiße? Warum jetzt? Es war doch gerade eine Caution. Warum geht ihr jetzt in die Box? Kackdreck, ey. Jetzt ist wieder vorne alles kaputt. Er hat es noch gesagt, dass die alle in die Box gehen, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig glauben können, weil... Ich meine, was soll das? Jetzt ist die Bremse vorne rechts kaputt. Das ist ja ein traumhaft, ey. Das Auto fährt jetzt wie... Scheiße. So, ich lasse die Schimpfwörter jetzt mal wieder... Schimpfwörter sein. Wir sind ja noch in den Top 30. Ja, fast zumindest. Da vorne rechts ist Max jetzt richtig auch im Force Feedback. Ah, es kommt nicht mehr richtig rum hier, das Ding. Aber wir sind auf jeden Fall noch ganz gut dabei. Jetzt kommen die alle wieder raus, wenn ich gerade da vorbeifahre. Ich sehe es doch schon. Tatsächlich. So, Grapple. Achtung, rechts. Komm mal. Boah, gerade so kommen wir vor der Truppe wieder raus. Die haben jetzt eine Runde Rückstand. Ach, der war nicht mal in meiner Runde. Ich glaube, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich in der Mitte des Rennens
ja, so viele Plätze gut gemacht habe, weil es hatten jetzt, glaube ich, einige eine Runde Rückstand auf mich. Deswegen bin ich auch im Restart. Oh, das Auto kommt nicht mehr rum. Das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Ah, das wird echt bitter nochmal jetzt auf die letzten drei Runden. Mit diesem Auto komme ich kaum um die Kurven. Aber Platz 31 auf jeden Fall solides Ergebnis. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber wenn wir das halten können, wäre das auf jeden Fall gut. So, ich weiß gar nicht, ob der vorne hier... Das ist, glaube ich, nicht Scott Speed, oder? Nee. Also Scott Speed ist noch 3 Sekunden vor uns, hinter uns der nächste ist 11 Sekunden weg. Also das dürfte nicht mehr viel anbrennen hier. Den hier haben wir schon überrundet, den Dowell. Den McDowell. Ja, wie gesagt, nach hinten haben wir 12 Sekunden. Nach vorne haben wir 3 Sekunden. Ich denke mal, Platz 31 mehr wird es hier heute leider nicht. Auch wenn sicherlich eine ganze Menge mehr drin gewesen wäre. So, 2 Runden noch. Ich meine, gut, vielleicht kriegen wir Speed ja doch noch. Oh ne, aber so viel, keinen Fall. Ich habe jetzt nicht den Winkel eingeschätzt. Ah ja, schade, schade, schade. Aber ja, was willst du machen? Es kann ja eigentlich nur besser werden. So, die letzte Runde ist schon abgebrochen. Wir müssen also noch zweimal über Start-Ziel fahren. Ach komm, hau ab hier. Nicht, dass der uns jetzt hier noch in die Suppe spuckt. So, blaue Flaggen bitte. Okay, Leute, die letzte Runde ist angebrochen. Platz 31, wie gesagt. Da waren einfach zwei, drei Situationen. Gratulation an Dale Earnhardt Jr. Da waren einfach zwei, drei Situationen, wo wir nicht aufmerksam genug waren. Also man muss sich wirklich sehr stark konzentrieren. Wenn man nebenbei noch kommentiert, ist es umso schwieriger. Aber wir hatten heute hier schön viel Platz, haben auch nur sehr wenige Cautions gesehen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir sind im Ziel. Und wir kriegen 100.000 Credits. So, ordentlich. Ein, zwei Rennen noch, dann können wir uns was leisten. Ein kleines Upgrade auf jeden Fall. So. Jawohl. Wir sind jetzt im Mittelfeld auf jeden Fall angekommen, würde ich sagen. So. Kyle Busch. Na? Mein Nesca-Bissen lässt da wieder ein bisschen zu wünschen übrig. Ah, guck mal hier. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Meisterschaft nicht so gut unterwegs. Müssen wir auf jeden Fall noch so in die, ich sag mal so, in die Gefilde hier müssen wir auf jeden Fall nochmal. Wir haben ja noch so viele Rennen. Es war recht Rennen 8 von 36. Habe ich gar keine Highlights mehr gezeigt. Ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. So. Und wir haben einen neuen Sponsor. Qualify in the Top 20. Da kriegen wir auf jeden Fall Kohle. Das schaffen wir meistens. Und für Position. Ja, guck mal, der gibt uns ein bisschen Geld noch dazu. Also wir kriegen... That was sensational driving out there today, buddy. So good that we have new sponsors lining up the sign. Guck mal, maximal Payoff. Wir kriegen also nächstes Rennen nochmal ordentlich mehr, wenn wir gut fahren. Also das ist doch ein schöner Anreiz. Oh, guck mal, das Auto. Ach so, ein neuer Aufkleber da auf der B-Säule. Und unter dem hinteren Radkasten ist jetzt auch Lincoln Welders. Unser Auto, eine einzige Werbefläche. Wir können mal gucken, was uns im nächsten Rennen erwartet. Es geht nach Richmond. Try to catch your opponent in ein Driver-Duel. Das ist wahrscheinlich so ein kleines Special, das wird ganz schnell gehen, das sehen wir beim nächsten Mal zum Anfang. Ja, Event 11. Achso, ich verstehe, alles klar. Also, da geht's nach Richmond zum kleinen Duell, dann kommt auch das große Rennen, also beim nächsten Mal die volle Packung Richmond. Ich würde sagen, dann sehen wir uns und so lange behaltet einen schweren rechten Fuß. Bis dahin, ciao! Ja, mein Gott, war das wieder ein knackiges Rennen, ja, das war unglaublich, sag ich euch. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal die anderen Videos auscheckt auf dem Kanal, und zwar unten rechts seht ihr unser Gamescom-Video, unsere Eindrücke und so weiter und so fort, kleinen Zusammenschnitt. Unten links geht's weiter mit der aktuellen Folge von Colin McRae Dirt 2, auch da ging's knackig zur Sache, ich würde mich freuen, schaut mal rein, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, lasst Kritik in den Kommentaren, wir sehen uns im nächsten Video, ciao, bis dann, Michel.